Liebe Online-Community, liebe Freunde, die letzte Plenarsitzungswoche in Straßburg in diesem Jahr stand ganz im Lichte des Sacharow-Preises. Der Sacharow-Preis ist der Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments und er wurde dieses Jahr vergeben an den saudi-arabischen Blogger Ralf Badawi. Er sitzt noch immer in Saudi-Arabien im Gefängnis. Er hat sogar jetzt in den letzten Wochen mittlerweile einen Hungerstreik begonnen. Und er sitzt dort, weil er sich für das Menschenrecht der Presse- und Meinungsfreiheit ausspricht. Seine Frau Ezaf Haidar hat den Preis entgegengenommen und eine sehr bewegende Rede vor dem Europäischen Parlament gehalten. Weitere Themen waren der Jahresbericht für Menschenrechte, der als ein wichtiges Instrument zur Prüfung der EU-Politik in allen Bereichen Menschenrechte und Demokratie fungiert. Diese Bereiche sollten meiner Meinung nach noch stärker in die Außenpolitik und in die Entwicklungs-, aber auch Handelspolitik einfließen. Denn nur eine Politik, die zu ihrer großen Priorität auch wirklich steht, ist eine nachhaltige und wirksame Politik Europas und die Glaubwürdigkeit Europas hier wirklich sichtbar. Und das betrifft insbesondere beispielsweise die Frage auch des Waffenhandels, auch zu dem Thema Saudi-Arabien. Und in diesem Punkt habe ich einen Bericht zum Waffenexportkontrolle kommentiert und dafür gesprochen und die Kernforderung bestätigt, dass wir eine unabhängige europäische Waffenkontrollbehörde brauchen. Wir brauchen die Glaubwürdigkeit Europas, nicht mehr Waffen in die Welt zu senden als notwendig, nicht in Krisenländer, wo mit diesen Waffen gleichzeitig entwicklungspolitische Arbeit wieder zunichte gemacht wird. Sie können alle Reden und Abstimmungen während der Plenardebatte übrigens immer live verfolgen. Das finden Sie auf dem Webstream der Internetseite des Europäischen Parlaments, aber auch die Beiträge, die ich gegeben habe, auf meiner YouTube-Seite bzw. auf meiner Webseite www.arne-lietz.de. Soweit für diese Woche. Alles Gute für Sie aus Straßburg und bis bald.